Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Online-Lesung Geschichten aus den Bergen von Hochland, deiner Lesungsreihe mit Kilian, dem kleinen Kuhkönig und seinen Freunden. Ich bin Mario Mietig und lese für dich hier jeden Sonntag eine Tiergeschichte rund um das positive Denken. Heute lernen wir den kleinen Marienkäfer Matti kennen, welcher lernt, dass es sich lohnt, mutig zu sein. Marienkäfer Matti wird mutig. Vielleicht hast du schon mal einen Marienkäfer über eine Blume oder ein Kleeblatt krabbeln sehen. Siehst du da hinten im Garten diese Blume? Wenn du näher herangehst, siehst du da einen kleinen Marienkäfer auf einem Blütenblatt sitzen. Sein Name ist Matti. Schau, Matti bewegt sich kaum. Er krabbelt nur ganz vorsichtig über die Blume. Wenn du ganz still bist, hörst du ihn murmeln. Nur nicht so schnell, sonst falle ich runter. Ja, Matti ist vorsichtig. Er sitzt da ganz allein. Aber wo sind die anderen Marienkäfer? Sie haben sich im ganzen Garten verteilt. Keiner möchte leider mit Matti spielen. Der kleine Matti musste schon sehr früh feststellen, dass er anders ist als seine Geschwister. Matti trägt nicht wie alle anderen 7-Punkt-Marienkäfer 7 Punkte auf seinem Rücken. Nein, Mattis Panzer schmücken gerade mal 2 kleine Punkte. Für Matti ist das aber kein Problem. Er sieht ja seine Punkte nicht. Nur seine circa 100 Geschwister haben ihn ausgelacht, kurz nachdem er aus seiner Puppe geschlüpft war. 2 Punkt, 2 Punkt, du bist nur ein 2 Punkt. Matti saß wie ein Trampolin. Matti hockte auf der anderen Seite des Blattes, klammerte sich fest, doch das Blatt sprang hoch wie eine Wippe und schleuderte ihn herab. Matti raste dem Abgrund entgegen. Er kam dem Boden immer näher. Oh, Matti sah schon das Ende vor sich, doch dann öffnete er seine Flügel fast wie von selbst und flog der Morgensonne entgegen. Matti sitzt da draußen nicht das ganze Jahr im Grünen. Im Winter kuschelt er sich mit seiner riesigen Familie an einen Fensterrahmen aus Holz. Matti ist noch jung und hat noch nie einen Winter erlebt. Seine Mutter Mira summt alle Marienkäfer zum Essen zusammen. Während die Kleinen mit dem Blattlausbrei schmatzen, richtet sie sich auf und wandt ihre Schützlinge. Kinder, sobald die Sonne mittags nicht mehr über die Spitze dieses Strauchs da hinten kommt, lauft ihr bitte alle schnell zu mir, ja? Und wir machen uns für den Winter bereit. Minnie, der Winter ist neben dem Vögeln, Eidechsen und Fröschen unser größter Feind, Minnie. Kinder, im Winter finden wir keine Blattläuse mehr. Die Kälte vernichtet sie und auch wir erfrieren, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Die kleinen Marienkäfer sahen Mama Mira an, als würden sie in den Schnabel eines Vogels blicken und lauschten den Wuttern ihrer Mutter. Wir müssen in einem Fensterrahmen flüchten, Kinder. Die Wärme der Häuser der Menschen schützt uns. Aber leider schaffen es nicht alle Marienkäfer. Kinder, ich bete für euch, dass alles im Winter gut geht. Matti hörte die Worte seiner Mutter und schüttelte sich. Obwohl die Sonne mit voller Kraft strahlte, fröstelte er, als ob es Nacht war.
Er war noch zu jung, er hatte noch nie einen Winter erlebt und konnte sich nicht vorstellen, dass die Plattläuse wirklich verschwinden sollten. Auch mit dem Wort Kälte konnte er wenig anfangen, aber wenn Kälte dem Gefühl ähnelte, das er in der Nacht empfand, bekam er Angst vor dem Winter. Wenige Monate später war es dann soweit. In den letzten Strahlen der Herbstsonne versammelten sich alle Marienkäfer in der Nähe des Hauses. Der Polizeimarienkäfer Edgar wedelte mit zwei leuchtenden Grashalmen und lotste Marienkäfer für Marienkäfer in die Flugbahn zum Fensterrahmen. Einer nach dem anderen brummte in die schmale Öffnung. An der Innenseite des Rahmens markierten kleine Fruchtfliegen den Platz für jede Marienkäferfamilie. Mama Mira krabbelte zu einer Fruchtfliege hinten links in der Ecke, dicht gefolgt von Minnie und 100 weiteren Geschwistern. Es ging so schnell, dass Matti als letztes hinterher trottete. Er war einfach zu langsam. Fast als letztes. Denn wenige Zentimeter hinter ihm tippelten Oma Mathilda und Opa Magnus. Mama Mira setzte sich auf die Fruchtfliege hinten links in der Ecke und alle Marienkäfer kuschelten sich um sie herum. Matti hatte neben Oma Mathilda einen Platz gefunden. Sie öffnete ihren Mund zu einem O und summte: Du bist ja gewachsen, junger Mann. Ich erinnere mich noch, als du ein Baby warst. Matti lächelte angestrengt. Er hatte Oma Mathilda noch nie gesehen, zumindest konnte er sich nicht daran erinnern, und er hatte keine Lust auf langweilige Gespräche. Der Gedanke, dass er im Winter erfrieren könnte, beschäftigte ihn viel zu sehr. Doch es überraschte ihn, dass sich Oma Mathilda seinen Namen gemerkt hatte, wo sie doch mehr als 100 Enkel hatte. Oma Mathilda bemerkte die Angst ihres Enkels vor dem Winter. »Alles gut, junger Mann. Wir haben alle den Winter überlebt.« »Aber Mama hat gesagt, dass viele Marienkäfer im Winter sterben«, bitterte Matti. Mathilda sah zu Opa Magnus, der in die Ferne sah, so als würde er einen Film auf einer weit entfernten Leinwand erkennen wollen. »Früher sind einige von uns erfroren, ja, aber meistens nur die, die am Rand saßen, dort, wo es am kältesten war. Aber das ist lange her, lange vorbei. Heute kann das nicht mehr passieren, denn Polizeimarienkäfer Edgar hat das Rumtrum eingeführt.« »Das was?« wollte Matti wissen. »Das Rumtrum. Alle Marienkäfer am Rande der Gruppe wechseln und tauschen ihren Platz mit den Marienkäfern in der Mitte der Gruppe, dort, wo es warm ist. Dafür krabbeln die Marienkäfer von der Mitte nach außen. Eine wichtige Sache für uns Marienkäfer, aber mittlerweile das Normalste der Welt«, sagte Magnus. Und Matti wiederholte: »Rumtrum, rumtrum.« Dann durchbrach ein schrilles Pfeifen das Gespräch. Edgar pfiff mit seinem Mund wie ein General bei der Armee. »Alle Kinder in die Mitte!« schrie er. Wie durch einen Trichter aus Blättern, der einem Megafon ähnelte. Alle Marienkäfer traten neben ihm zur Seite und bildeten einen Gang.
Oma Mathilda zwinkerte Matti zu und dann tapste der kleine Matti unter hunderten Marienkäferaugen durch den Gang. Mama Mira winkte ihrem Sohn vom Ende des Ganges bereits zu. Als Matti da war, kuschelte er sich neben sie. Die Marienkäfer hinter ihm rückten wieder näher zusammen und der Gang verschwand wie eine Sandbank unter den Fluten eines Meeres. Auf dem Fensterrahmen wuchsen schon bald weiße Kristalle. Die Nächte wurden länger und Matti wachte manchmal auf, weil ihm kalt war. Als die Schneeflocken um das Haus herumtanzten, schaute Mama Mira in die Runde und sagte mit zitternder Stimme: »Kinder, es ist soweit, das Rumtrum beginnt.« »Den Marienkäfern am Rand der Gruppe ist kalt. Sie frieren. Bitte stellt euch in einer Reihe auf, ja?« Die Kinder drängelten sich hintereinander, so als würden sie sich darum streiten, möglichst weit hinten zu stehen. Matti taumelte, während die anderen Marienkäfer nach hinten drängten, hinter ihn. Doch er war wieder einmal zu langsam und plötzlich stand er ganz alleine vorn, an erster Stelle der Reihe. »Super, und jetzt geht schön langsam nach außen, ja, Kinder?« wies Mira ihre Kleinen an. Wieder traten die großen Marienkäfer beiseite und bildeten einen Gang. Der eiskalte Wind blies Matti ins Gesicht. »Komm schon, lauf los, Zweipunkt!« rief sein Bruder Muffel von ganz hinten. Matti zitterte, so viel Angst machte ihm der Gedanke, dass er da draußen am Rand der Marienkäfertruppe, wo es kalt war, erfrieren könnte. Die Marienkäfer am Rande des Ganges starrten ihn an, als hätte er einen großen Fehler gemacht. Matti sah zum Ende des Ganges, da hinten war es hell. Dann erinnerte er sich an die Worte seines Opas Magnus. »Mittlerweile ist es das Normalste der Welt.« »Das Normalste der Welt. Wenn Opa das sagt, kann es ja nicht so schlimm sein«, dachte Matti. Dann fasste er all seinen Mut zusammen und eilte durch den Gang nach außen an den Rand der Käfergruppe. Seine Geschwister sahen ihm beeindruckt hinterher. Als er draußen ankam, warteten Oma Mathilda und Opa Magnus bereits auf ihn. »Gut gemacht, mein junger Enkel«, lobte ihn Oma Mathilda. »Wir tauschen nun den Platz, ja? Oma und Opa gehen jetzt nach drinnen.« Oma und Opa Magnus humpelten in die Richtung, aus der Matti gekommen war, zurück in die Gruppe. Matti drehte sich um und die Wintersonne strahlte ihm ins Gesicht. Sie wärmte ihn. Matti hatte sich überwunden. Er verstand, warum viele Dinge im Leben normal waren und er keine Angst davor haben musste. Ihm war klar, dass alles okay war. Es waren normale Dinge, er brauchte sie einfach nur tun. Und Matti war mutig geworden. Von diesem Tag an riefen ihm seine Geschwister nie mehr Zweipunkt, sondern einfach nur noch Matti. Ja, manchmal sind es die normalsten Dinge der Welt, die uns vielleicht Angst machen. Und wenn wir einsehen, dass wir einfach nur die Dinge erledigen und tun brauchen, geht es uns besser und es lohnt sich, mutig zu sein.
Wenn dir diese Geschichte gefallen hat und du mehr Tiergeschichten rund um das positive Denken hören möchtest, dann abonniere sehr, sehr gern meinen Kanal. Einfach auf den Link direkt unten in der Videobeschreibung klicken und dann sehen wir uns nächsten Sonntag hier wieder auf meinem Kanal um 16 Uhr, denn ich lese für dich jeden Sonntag um 16 Uhr eine neue Tiergeschichte rund um das positive Denken gemeinsam mit Kilian. Und wenn du noch mehr Geschichten um das positive Denken hören möchtest und vielleicht auch an einem Hörbuch interessiert bist, dann geh gern auf meine Homepage www.kuhkönig.de und höre dir das Hörbuch zur Hörbuchreihe Die Reisen des Kuhkönigs gemeinsam mit diesem kleinen jungen Mann hier, Kilian, dem kleinen Kuhkönig, an. Wir sehen uns dann hier nächsten Sonntag, den 31. Mai, wieder um 16 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Dann geht es um einen kleinen Raben, welcher lernt, dass wir alle, so wie wir sind, gleich wertvoll sind, egal wie wir aussehen. Freue dich drauf. Ich freue mich auch schon und wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Sonntag. Bis nächste Woche. Viele Grüße aus Frankfurt von Kilian und deinem Mario Mietich.